Im Prinzip ist die Broadfork oder auch Doppelgrabgabel, die ihr hier seht, ein sehr nützliches und tolles Tool zum Bearbeiten von den Beeten im Market Garden Bereich. Solange die Stiele mitspielen, ist es alles kein Problem, im lockeren Boden damit zu arbeiten. Sobald der Boden aber etwas fester wird und man etwas mehr an den Stielen ziehen muss und wenn die Holzqualität nicht gerade top ist, wird durch diesen langen Hebelweg so viel Kraft unten auf die Halterung ausgeübt, dass der Stiel da sehr schnell abbricht. Mir ist es jetzt schon zum zweiten Mal passiert, dass ein Holzstiel da unten abgebrochen ist. Das ist sehr ärgerlich, zumal es sehr aufwendig ist, den Restholz unten rauszubekommen und die Stiele an sich auch noch relativ teuer sind. Jetzt könnte man natürlich denken, okay, die zwei Schrauben, die ihr hier seht, aufdrehen, rausmachen und den Stiel wechseln. Ja, so einfach geht es leider nicht. Hier kommt nämlich jetzt der Konstruktionsfehler zum Tragen. Die Aufnahme vom Stiel ist unten zu. Das heißt, man kommt nur von oben an den Stiel dran. Wenn der Stiel jetzt aber so fest da drin ist, dass man den nicht mehr rausziehen kann, hat man ein Problem. Man kann also nicht von unten irgendwo gegenschlagen und dann den Rest Holz austreiben, sondern man muss von oben den aufbohren und rausholen. Wenn das Holz auch nur ein ganz klein wenig Feuchtigkeit abbekommen hat, quillt es in dem Teil von der Halterung auf und man bekommt es nicht mehr raus. Den zweiten Stiel wollte ich eigentlich noch ganz aus der Halterung rausziehen, indem ich ihn festhalte und unten leicht auf die Grabgabel schlage. Aus dem leichten Schlagen wurde festeres Schlagen und aus dem festeren Schlagen war richtiges starkes Hämmern geworden, sodass ich schon die Grabgabel unten verbeult habe. Danach habe ich entnervt aufgegeben und habe den Stiel abgeschnitten. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich gebraucht habe, um diesen Stielansatz unten aus dieser Führung rauszubekommen. Auf jeden Fall war es sehr lange und es hat tierisch genervt. Aber mal abgesehen von der ganzen Arbeit und der Zeit, die man investieren muss, kostet so ein Stiel rund 10 Euro. Und wenn man dann auch noch die Probleme hat, den zu wechseln, das ist schon mehr als ärgerlich. Der Vorteil bei der Grabgabel ist, dass diese genauso breit ist wie das Beet. Damit lässt sich wunderbar arbeiten. Aber was spricht zum Beispiel dagegen, die Aufnahmen der Stiele außen an diese Grabgabel anzuschweißen statt obendrauf? Die Bearbeitungsbreite vom Beet ändert sich dann mit der Grabgabel auch nicht, sondern bleibt gleich. Man hätte aber die Möglichkeit, wenn die Aufnahme unten offen ist, mit irgendeinem anderen Holz den Rest vom Stiel von unten rauszuschlagen. Das würde die ganze Sache erheblich vereinfachen. Natürlich könnte ich jetzt hingehen und die Stielaufnahmen abflexen und außen anschweißen, müsste dann aber die scharfen Kanten, wo ich abgeflext habe, noch abschleifen und das Ganze ist doch etwas aufwendiger und macht mehr Arbeit. Ich habe mich für eine andere Lösung entschieden. Ich habe mir zwei Alurohre in der Größe der Holzstiele bestellt. Und die werde ich in die Aufnahme der Holzstiele reinmachen und mit den zwei Schrauben festziehen. Die Grabgabel wird dadurch natürlich etwas schwerer. Ob meine Frau dann damit noch arbeiten kann, wird sich zeigen, aber ich habe damit wohl keine Probleme. Geschafft. Der erste Stielansatz ist draußen. Jetzt das gleiche Spiel noch mit dem zweiten. Da werde ich aber dann direkt hier abschneiden und dann dementsprechend aufbohren, soweit wie es geht, und den Rest wieder mit dem Meißel machen. Ja,
Leute, wie ihr sehen könnt, es ist brühend heiß. Ich bin am Schwitzen ohne Ende. Aber die Arbeit muss weitergehen. Ich habe mir Alurohre bestellt. Länge von 1,50 Meter mit einer Wandung von 5 mm. Ich denke mal, die sind wesentlich stabiler als die Holzstiele und die werden wir so schnell nicht abbrechen. Ob meine Frau dann noch damit arbeiten kann, wird sich zeigen, weil es dann insgesamt doch schon ein bisschen schwerer wird. Aber egal, wir machen jetzt mal die Löcher rein und schrauben die fest und lassen uns mal überraschen. Passt schon mal. Ich werde jetzt erstmal mit einem kleinen Bohrer vorbohren. Ja, sieht schon mal nicht schlecht aus. Habe eben mal gemessen, muss ein 10er Loch rein. Ja, wird so wahrscheinlich nichts werden. Da brauche ich mal eine Hilfe. So, liebe Zuschauer, und hier haben wir meine hübsche Assistentin, anhand der ich euch demonstrieren will, wie man ein Loch in eine Hand bohren kann, ohne dass es wehtut. Auf geht's. Fertig, hübsche Assistentin? Selbstverständlich. Naja, da war ja auch nicht mehr viel. Ja, aber musst du nicht durchbohren? Ja, von der anderen Seite. Ich hab jetzt gesagt, du fällst vorne rüber. Ah. Ja. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Au! Körperliche Gewalt. Ist nicht korrekt, wenn Kinder zuschauen. Aua, hör auf jetzt! Ja, ist doch mega, oder? Es wird sich noch ausstellen. Bitte wie? Es wird sich noch ausstellen. Im Moment wackelt es noch, ja. Bin noch nicht fertig. Schlecht. So, das gleiche mache ich jetzt auch noch mit der zweiten Seite hier und dann zeige ich euch, wenn es fertig ist. So, der zweite Stiel ist auch drin. Ging viel leichter als beim ersten Mal, bin nicht abgerutscht. Ich habe es auch schon festgezogen und ja, jetzt wollen wir mal schauen, ob die Frau damit überhaupt noch das Ding hantieren. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob die Frau damit überhaupt noch hantieren kann. Die liebliche Dame. Ja, ihr Lieben, meine Broadfork ist wieder voll funktionstüchtig und einsatzbereit, dank meines Mannes. Ich bin total begeistert. Allerdings ist das Teil jetzt natürlich mordsmäßig schwer geworden. Ja, und da muss schon mal so ein kleiner Halt dran und nicht so ein zartes Rehlein wie ich. So,
Und deswegen bin ich der Meinung, muss mein Mann in Zukunft broadforken und ich mache dann die etwas leichteren Arbeiten. Ich finde, da wird ein Schuh draus. Ansonsten bin ich mega dankbar und echt stolz auf das, was er hier gemacht hat. Und jetzt heißt es, broadfork in den Einsatz bringen. Also, und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. So, kleiner Nachtrag. Wenn der Hersteller jetzt hingehen würde und würde diese Aufnahme hier außen anbringen und den unten offen lassen, dann könnte man auch den Holzstab, wenn er abgebrochen ist, von unten austreiben und das wäre alles kein Problem. Oder halt von vornherein Alustiele vorsehen. Macht es natürlich etwas schwerer vom Gewicht her. Ich möchte wetten, wenn mein Bohrer hat, der scharf ist, geht es doch viel einfacher. Musst du vielleicht doch mal die neuen lernen, ne? Hast du einen neuen? Na, du hast doch mal gekriegt, oder nicht? Ja. Aber? Ich wüsste, wo wir die jetzt hätten. Das ist, wenn der Mann vor der Frau das Werkzeug versteckt, damit die das nicht in die Finger kriegt. Und warum ist das? Warum ist das so? Weil die Frau immer alles verschlammt. Ja. Genau. Und der Mann findet dann seine Sachen nicht wieder. Das richtig. Ist immer gut. Ja. Ein Griff und die Sucherei geht los. Wir gucken jetzt mal nach einem neuen Bohrer.